Ich sehe, dass auch einige Zuschauer jetzt mit dabei sind, die ich zum zweiten Tag unserer digitalen Münchner Kapitalmarktkonferenz auch alle herzlich einlade. Durch den heutigen Tag wird sie die Börse München führen. In diesem zweiten digitalen Raum findet heute nämlich das Maxess-Forum statt, ganztägig bis um 13.20 Uhr. Bevor ich an den Dr. Wienke weitergebe, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Falls Sie Fragen an das Unternehmen haben, bitte nutzen Sie die Chat-Funktion. Im Anschluss an die Präsentation findet immer auch eine kurze Fragerunde statt. Und da hat man die Gelegenheit oder wird der Herr Dr. Wienke die Gelegenheit haben, die Fragen dann gesammelt dem Unternehmen zu stellen. Soweit von unserer Seite. Und ich übergebe an den Dr. Wienke. Ja, vielen Dank, Cosmin, für die nette Überleitung. Meine Damen und Herren, auch im Namen der Börse München ein ganz herzliches Hallo und willkommen aus unserem Börsenstudio hier am Karolinenplatz. Der Herr Wienke hat es gesagt, Sie befinden sich auf dem Maxess-Forum der Börse München, ein Forum, das ja schon traditionell eine Auswahl von spannenden Unternehmen aus unserem Mittelstandssegment Maxess präsentiert. So auch heute 6 Unternehmen an der Zahl, hören und sehen wir heute. Eine spannende Auswahl aus verschiedenen Branchen, ganz verschiedener Größenordnung. Das eine Unternehmen schon mehr bekannt, das andere vielleicht ein bisschen weniger. Lassen Sie sich da überraschen und bitte greifen Sie den Rat vom Herrn Wienke auf. Nutzen Sie die Fragemöglichkeit über die Chat-Funktion. Am Ende der Präsentation gibt es sicher noch genügend Zeit, die ein oder andere Frage aufzugreifen. So, bevor es gleich richtig losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die MKK, das ist ja der Auftakt der Konferenzserie der Börse München. Wir veranstalten insgesamt 9 Konferenzen übers Jahr verteilt. Wer sich dafür interessiert, bitte einfach auf die Website der Börse München gehen, Stichwort Maxess-Termine. Dort finden Sie alle Konferenzen dieses Jahres. Die erste Konferenz findet schon am 10. Juni statt. Das ist die Immobilienkonferenz, Fachkonferenz Immobilien, eine mittlerweile sehr beliebte Konferenz hier bei uns an der Börse. So, das wollte ich unbedingt noch loswerden. Wir konzentrieren uns jetzt voll auf den heutigen Tag und auf unseren... Meine Damen und Herren, wir wechseln jetzt die Branche. Wir gehen in den Technologiesektor und wir kommen jetzt gleich zur Präsentation der LMI Mobility AG, Muttergesellschaft einer Holding. Da geht es natürlich, wie der Name schon sagt, um E-Mobilität. 2 Säulen. Das eine ist das Batterietesting. Spannender, das Geschäft, das in einer Tochtergesellschaft gebündelt ist, der Lion Smart GmbH. Da geht es um Batteriesystemtechnik, ja, um die Entwicklung von Batteriepacks und Batteriemanagementsystemen. Viele von Ihnen am Bildschirm kennen die Gesellschaft wahrscheinlich schon. Die ist ja schon seit einiger Zeit an der Börse notiert. In letzter Zeit ist nochmal richtig Schwung in die Sache gekommen, wenn ich das so salopp sagen kann. Da hat sich doch einiges verändert. Die Internationalisierung ist vorangeschritten. Die Umsätze haben sich doch markant verändert. Und auch in den Personen, in den Maßgebenden, gab es eine Veränderung in Form eines Ankeraktionärs, eines neuen Ian Mukherjee mit Goldman Sachs Vergangenheit und im Management mit Herrn Thomas Hetmann, der in verschiedenen Managementpositionen bei Schaeffler BP früher war, heute CFO der AG ist und CEO der Smart, der Lion Smart GmbH. Ich sehe seine Kachel. Ich weiß noch nicht, ob er auch wirklich dabei ist. Die Präsentation sehe ich auch. Herr Hetmann, hören Sie mich schon? Ah, der ist noch stumm geschaltet. Wenn Sie die Stummschaltung aufheben, dann hört man Sie, Herr Hetmann. Hören Sie mich jetzt?
Ja, wunderbar. Dann übergebe ich das Wort an Sie, Herr Hettmann. Ja, also ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken für die freundliche Einführung. Herr Hettmann, nur ganz kurz, Sie haben Ihr Video noch nicht gestartet. Man sieht nur Ihren Namen. Das müssen Sie auch unten links dann machen. Beziehungsweise wahrscheinlich da, wo jetzt die das Band mit dem Menü ist. Okay, und was muss ich da? Da müssen Sie einfach auf, das Video müsste bei Ihnen noch durchgestrichen sein. Und wenn Sie einmal draufklicken, dann müsste das wieder... Das Zoom-Video oder was? Genau. Das war mir nicht durchgestrichen. Muss ich mich da anmelden? Nein, nein. Wenn Sie... Moment, ich beende einmal die Freigabe bei Ihnen. Dann sehen Sie es. Genau, sehen Sie jetzt unten links Video starten? Genau, genau. Das, und das ist nicht durchgestrichen? Das ist durchgestrichen. Dann müssen Sie einmal draufklicken. So. Wunderbar. Und jetzt können Sie die Bildschirmfreigabe wieder starten. Alles klar. Perfekt. War jetzt alles funktioniert. Sieht gut aus. Genau. Gut. Also, vielen Dank für die warmen Worte, vielen Dank für die nette Einführung. Mein Name ist Thomas Hettmann, ich bin der Geschäftsführer und gleichzeitig auch Mitglied des Verwaltungsrats der Line E-Mobility AG. Ich freue mich heute, Ihnen die neuesten Entwicklungen der Line-Gruppe vorzustellen. Dafür notwendig ist es sicherlich auch ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen, um die Dinge auch sich entwickeln zu lassen. Das würde ich ganz gerne tun. Ich habe diese Präsentation auf Englisch aufgebaut, weil wir doch einen sehr großen Bereich von Investoren haben, die aus dem angelsächsischen Bereich kommen, und damit die Möglichkeit besteht, den Dingen zu folgen, habe ich mich für eine entsprechende englische Präsentation entschieden. So, beginnen möchte ich eigentlich letztendlich mit unserer Vision und unserer Mission, die wir letztendlich haben. Wir wollen natürlich für eine nachhaltige Industrie, für eine nachhaltige Entwicklung von grüner Energie stehen. Und wir haben natürlich auch in dem Zusammenhang klare Werte, die wir in unserem Unternehmen verkörpern, um letztendlich diese Ziele auch begleitend über unsere Mitarbeiter, über unsere entsprechenden Lieferanten und auch über unsere entsprechenden Partnern auch so umzusetzen. Hier ist eine kurze Agenda, da würde ich jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen, sondern ich würde letztendlich die Möglichkeit nutzen, die entsprechenden Dinge sofort zu präsentieren. Und beginnen möchte ich letztendlich ganz kurz mit der Struktur der Line-Gruppe. Man muss es letztendlich von unten nach oben lesen. Unten ist die Line E-Mobility AG als eine Schweizer Aktiengesellschaft, die in Zug ihren Sitz hat, die letztendlich aber an den deutschen Börsen etc. im Freiverkehr und an einigen Regionalbörsen gehandelt wird. Wir haben letztendlich im Wesentlichen zwei Gesellschaften. Es ist angesprochen worden, die Line Smart GmbH, das ist das Kernstück oder das entsprechende grundsätzliche Aktivitäten, die in der Line Smart GmbH in Garching gegründet werden, gebündelt werden. Wir haben die Line E-Mobility AG, die letztendlich für uns eine Vertriebsgesellschaft für den amerikanischen Markt darstellt, die in der Lage ist und auch in der Lage sein soll, vor Ort zu sein, um letztendlich die Kunden auf unsere Produkte, auf unsere Lösungen anzusprechen und damit entsprechend unsere Verbreiterung, insbesondere im nordamerikanischen Markt, sicherzustellen. Dann haben wir noch eine kleine Beteiligung an der Parkier. Das ist ein Münchner Startup, das sich insbesondere damit beschäftigt, Parkraum effizient und bestmöglich zu verteilen. Das ist aber nur eine Nebenaktivität, die letztendlich mit unserer Kernaufgabe nichts tun. Die Line Smart, das sehen Sie ganz oben, hat letztendlich drei wesentliche Felder. Auf der einen Seite ist es das Solution for Battery Pack Integration. Das ist das Battery Management System, letztendlich das Steuerungssystem für jede Batterie, die Verbindung zwischen der Batterie und den entsprechenden Informationen, die notwendig sind, um den Zustand der Batterie, die entsprechende Ladeintensität, den Ladestand und so weiter entsprechend abzufragen und auch im Störfall letztendlich die notwendigen Informationen.
Dann haben wir darüber hinaus noch eine 30-prozentige Beteiligung an der TÜV Süd Battery Testing. Das ist eine Gesellschaft, die sich letztendlich über Jahre hinweg mit dem Testen von Batterien beschäftigt hat, sei es im Bereich mechanischen Tests, sei es im Bereich thermischen Tests, sei es in Bereichen der elektrischen Tests. Der andere Gesellschafter ist die TÜV Süd AG mit 70%. Ein sehr ausgewogener Gesellschaftsvertrag, der uns auch Möglichkeiten gibt, trotz einer 30-prozentigen Beteiligung wesentliche Entscheidungen innerhalb des Unternehmens auch durchzusetzen. Hier ist ein bisschen ein Überblick über unsere Dinge, die wir tun. Wir haben letztendlich einen vollumfänglichen Blick, was auch die Supply Chain, was dann den Value hinsichtlich Elektromobilität. Wir sehen uns als Problemlöser oder als Lösungsanbieter, Probleme letztendlich löst. Wir haben in dem Zusammenhang die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche, die wir letztendlich abdecken. Wir haben, wie schon gesagt, entsprechend hohe Kapazität, hohe Kompetenz im Bereich Engineering, das heißt also das Verstehen von Batterien, die entsprechenden Umsetzungen von individuellen Lösungen. Wir haben natürlich, was BMS anbelangt, auch Kollaborationen, um unser entsprechendes BMS-System entweder isoliert verkaufen zu können, aber auch entsprechend individuelle, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten im Zusammenhang mit Batterien. Dann haben wir natürlich, was bei der Batterie immer ein ganz wichtiger Punkt ist, sind die Zellen. Die machen einen großen Teil des Wertes einer Batterie aus. Wir haben dann natürlich über unsere Partnerschaften und auch über unsere Kollaborationen gute Beziehungen zu entsprechenden Batterieherstellern und Distributoren. Wir haben eben schon gesagt, immer die Möglichkeit auch über unsere Gesellschafterstellung entsprechende Tests innerhalb der TÜV anzubieten oder umzusetzen, was insbesondere bei der Eigenentwicklung, bei der Weiterentwicklung von Batterien eine ganz wichtige Rolle spielt. Denn Sie können sich sicherlich vorstellen, dass viele der Dinge, die man neu macht, auch abgesichert sein müssen. Tests. Diese Tests führen dann manchmal nicht zu den gewünschten Ergebnissen, sodass man die Ergebnisse der Tests dann letztendlich nutzen muss, um Dinge anders zu machen, also iteratives Verfahren. Durch unsere Nähe zum TÜV Süd haben wir da letztendlich immer die Möglichkeit, Kapazitäten auch zu nutzen und auch entsprechende Testslots, die sicherlich vor dem Hintergrund zeitkritischer Themen bedienen zu können, den Vorteil unserer Gesellschafterstellung. Darüber hinaus ist natürlich die Produktion für uns auch ein wichtiges Thema. Wir sind da in dem Zusammenhang im letzten Jahr erstmalig mit diesem Thema, sagen wir mal, konfrontiert worden. Ich komme gleich zu, dass wir letztendlich im Zusammenhang mit einem Tier-1-Supplier auch angefragt worden sind, die von uns entwickelten Module entsprechend zu produzieren. Wir haben dann mit hohem Aufwand eine Produktion, eine Kleinserienproduktion auf die Beine gestellt, die sicherlich auch, was den Automatisierungsgrad anbelangt, entwicklungsfähig ist. Aber wir haben dieses Mal als Supply Chain für uns auch erkannt, auch mitgenommen. Und auf der Basis versuchen wir diese Erkenntnisse, die wir im letzten Jahr über dieses Entwicklungsprojekt sammeln konnten und gewinnen können, gewinnbringend, was denn die Wertschöpfung anbelangt, für die Gruppe weiterzuentwickeln. Hier ist ein Überblick über das höchste Gremium der Lampe. Die Schweiz hat ein Tier-3-Modell, wie es in Deutschland bekannt ist. Das heißt, es gibt letztendlich in der Schweiz nur zwei Gremien. Das ist auf der einen Seite die Hauptversammlung oder Generalversammlung und dann der Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist letztendlich, wenn man ihn überträgt auf das deutsche Modell, nichts anderes als eine Kombination von Aufsichtsrat und Vorstand. Da haben wir den Präsidenten Alessio Basti. Wir haben den Tobias Meyer als ehemaligen oder als Gründer dieser Gesellschaft und wir haben den Ayn Mukherjee, der letztendlich eben angesprochen worden ist, als der größte Einzelaktionär unserer Gesellschaft. Und ich bin auch Teil des entsprechenden Verwaltungsrats. So, hier ist ein Überblick über die entsprechende Gesellschaftsstruktur.
kann man relativ einfach halten. Wir haben letztendlich Founders und Employees, die ungefähr 40% der Aktien und 60% ist im Free Float, wobei man immer sagen muss, dass die entsprechende Struktur von Namensaktien, um letztendlich den Aktionär wirklich zu identifizieren, immer ein Thema ist, was ein bisschen schwierig ist. Aber das ist im Moment so die Struktur, die wir haben. Wir haben 10 Millionen ausstehender Shares und wir haben eine Marketkapitalisierung auf Basis so der letzten Zahlen von ungefähr 50 Millionen. Hier ist ein kleiner Überblick über unser entsprechendes Geschäftsmodell. Wir haben auf der einen Seite auch eine individuelle Lösung im Zusammenhang mit i3-Batterien von BMW entwickelt, die uns letztendlich auch mit Zustimmung von BMW die Möglichkeit gibt, durch unsere Entwicklungsleistung, durch unsere Applikationsleistungen, durch unsere entsprechenden Entwicklungen, auch was Kühlungssysteme anbelangt, wir in der Lage sind, die i3-Batterien in Fremdanwendungen heißt jetzt in dem Zusammenhang, dass sie nicht in dem BMW i3 angewandt werden, sondern in anderen Fahrzeugen oder aber auch in anderen industriellen Anwendungen. Kommen da gleich noch ein bisschen später darauf zu sprechen. Dann haben wir unsere Leitbatterie, das ist unser eigenes Produkt, was wir letztendlich im letzten Jahr mit dem Tier 1 Supplier deutlich weiterentwickelt haben. Ein wichtiges Feature ist das Immersion-Cooled Cylindrical Modules und die Packs, die sind individuell kombinierbar, die sind letztendlich auf Modulbasis entsprechend erweiterbar, um letztendlich die erforderliche Leistung, die ein Kunde fordert, bereitzustellen. Und wichtig in dem Zusammenhang ist eben dieses Kühlungssystem, was wir letztendlich etabliert und entwickelt haben, dass wir auf Basis von einer Sicherheit jede einzelne Zelle umspülen können mit einem entsprechenden Kühlkanal. Diese entsprechende Umspülung und Kühlung sichergestellt ist. Das hat natürlich gerade im Zusammenhang mit hoher Hitze bzw. hoher Temperatur, die Batterien immer entwickeln, insbesondere bei Hochleistungen, aber auch bei den entsprechenden Charging-Prozessen eine ganz wichtige Funktion, dass auf der Basis letztendlich viel Hitze aus der Batterie herausgeleitet werden kann, um letztendlich die Alterung der Batterie zu minimieren und gleichzeitig auch in der Lage zu sein, schnelles Laden zu ermöglichen. Wir haben letztendlich ein Batteriemanagementsystem und die entsprechenden Komponenten. Das ist letztendlich zertifiziert nach DNVGL und wir arbeiten auch weiter daran, das letztendlich nach 26.26.2 ISO weiterzuentwickeln und zu zertifizieren. Und dann, ich hatte es schon angesprochen, haben wir eben die Kapazitäten und die Möglichkeiten über die Battery-Testing, Entwicklungen, Veränderungen von Batterie relativ zeitnah und zügig auch zu testen und letztendlich auf Basis dieser Tests Erkenntnisse für Weiterentwicklungen zu erreichen. So, hier ist ein Überblick angesprochen. Wir haben eine hohe Performance, was unser Kühlungssystem anbelangt. Wir haben eine hohe Sicherheit und eine hohe Funktionalität dieser Batterie, die immer eine Rolle spielt im Zusammenhang mit chemischen Prozessen. Wir können letztendlich das Design und auch diese Module sehr flexibel verändern auf Basis der Anforderungen des entsprechenden Kunden. Und wir haben letztendlich sind in der Lage, mit diesem Konzept auch schnell zu laden, schnelle Ladeprozesse auch abzubilden, ohne signifikante Beschädigungen der Batterien und auch entsprechenden sich bildenden, entwickelnden Hitze. Hier ist so ein Querschnitt über unser entsprechendes Kühlsystem. Da erkennen Sie, ist so ein bisschen schematisch dargestellt, dass die einzelnen Zellen durch unser Kühlmittel entsprechend gekühlt werden. Das hat natürlich auch Konsequenzen auf die Sicherheit, denn jede Batterie oder jede Zelle, die letztendlich eine große Hitze entwickelt und die letztendlich sehr umfangreich und vollumfänglich gekühlt wird, hat natürlich dann auch entsprechendes Sicherheitserlangen, was immer im Zusammenhang mit Batterien eine große Rolle spielt. Wichtig in
Zusammenhang vielleicht auch, ist die Variantentätigkeit oder Variantenmöglichkeit, die wir haben mit den Superzellen. Wir haben die Möglichkeit, die Dinge über 34P und 46P Bestückung der Zellen letztendlich auszubauen und auszudehnen. Und das gibt uns natürlich auch die individuelle Möglichkeit, diese Batterien entsprechend den Kundenerfordernissen anzupassen. So, diese Superzellen, über die wir hier gesprochen haben, also der Zusammenbau der einzelnen Zellen zu einer Superzelle, basiert auf den entsprechenden Zellen LG21700. Wir haben letztendlich eine entsprechende Spannungsprüfung, die letztendlich sicherstellt, dass die Batterien so funktionieren und arbeiten, wie sie arbeiten sollen. Und wir haben letztendlich, jetzt hat es auch angedeutet, für einen Tier 1 100 Module letztendlich gefertigt in Eigenregie in unseren Räumlichkeiten in Garching, was natürlich für die Gesellschaft eine ganz wichtige Weiterentwicklung bedeutet, weil diese Thematik der Produktion und die damit verbundenen Fragestellungen, die damit verbundenen letztendlichen Werttreiber für die Gesellschaft neu war. Und wir haben mit großem Einsatz unserer Mitarbeiter diese Dinge sehr zufriedenstellend auch im Blickwinkel unseres Kunden erledigt und haben mit der Company und mit dieser entsprechenden Teilkomponente, nämlich Produktion, einen weiteren großen Schritt nach vorne gemacht, um die Gesellschaft letztendlich im Zusammenhang mit Werttreibern, mit Wertentwicklungen letztendlich ganz anders zu positionieren als vor einem oder vor zwei Jahren. Wir glauben oder wir sind sicher, dass wir im Zusammenhang mit Fast Charging, im Zusammenhang mit Kühlungsstrukturen auf einem sehr guten Weg sind. Wir haben Tests und Simulationen auf Basis mit Kunden und mit Herr Hittmann, darf ich Sie mal ganz Zusammenhang mit wir haben immer ja, klar. Entschuldigung bitte, wir haben immer ein bisschen, immer wieder ein bisschen Problem mit dem Ton. GBC, kann man da was machen? Also das Einzige, was uns jetzt ad hoc einfallen würde, wäre, dass Sie tatsächlich das Video ausschalten, damit die Bandbreite dann nur noch über den Ton belegt wird. Ich vermute, dass da irgendwas Technisches dahinter steckt, aber versuchen Sie es mal, wenn Sie das Video ausschalten, dann müsste vielleicht eine höhere Stabilität gegeben sein. Genau, versuchen wir es mal über den Weg. Danke. Gut, also es tut mir leid, habe ich keinen Einfluss drauf. Wenn aber irgendwelche Fragen sind, können Sie jederzeit reinkommen. So, und wir aber haben, sagen wir mal, Erfahrung. Gut, auf Basis der Erfahrung, die wir mit unserem Tier 1 Supplier gemacht haben, haben wir das Thema Charging, Fast Charging, Cooling und entsprechenden Applikationsanwendungen weiter vorangetrieben. Und das ist ein Thema für uns, was wir besetzen wollen. Das ist ein Thema, was wir im Zusammenhang auch mit der Weiterentwicklung der Batterie in unseren Fokus gestellt haben und auf der Basis letztendlich auch ein sehr kompetenter und ein wichtiger Ansprechpartner für Kunden zu sein, die dieses Thema, sagen wir mal, was ja letztendlich auch ein wesentliches Element im Zusammenhang mit Elektromobilität darstellt, bedienen zu können. Kommen wir zu dem einen Segment, was letztendlich für uns im Moment ein ganz wichtiges ist. Wir sind im letzten Jahr angefangen, letztendlich auf Basis von BMW i3 Batterien individuelle Lösungskonzepte anzubieten, auch mit unserem Kunden individuelle Lösungen zu schaffen. Sie müssen sich vorstellen, das ist letztendlich eine Thematik, dass wir sagen oder dass auch BMW von uns fordert, ihr dürft erst die Batterien in anderen Fahrzeugen als einem i3 einbauen, wenn ihr uns nachweist, dass ihr eine elektrische Integration schafft, dass ihr eine Sicherheitsintegration schafft, dass ihr letztendlich eine sichere Kühlungsstruktur schafft und dass ihr letztendlich die Kommunikation, und damit ist gemeint BMS und Batterie, sicherstellt. Ansonsten hätte uns BMW nie die Freigabe erteilt, diese Batterien letztendlich in anderen Fahrzeugen einzubauen. Wir haben das letztendlich mit hohem Aufwand geschafft. Wir haben das auch mit zufriedenstellenden Ergebnissen geschafft. BMW hat uns letztendlich die Freigabe erteilt. Und wir sind letztendlich auf Basis unserer individuellen Konzepte, die ich unten so ein bisschen stichprobenhaft erläutert habe, in der Lage, letztendlich diese i3-Batterien artfremd
artfremd mit den Anführungsstrichen sehen, außerhalb einer i3-Fahrzeuges in anderen Applikationen anzuwenden. Und andere Applikationen sind auf der einen Seite Busse, sind auf der anderen Seite LKWs und sind natürlich auch industrielle Anwendungen für Maschinen, für Fahrzeuge, die letztendlich nicht im öffentlichen Verkehr oder sagen wir mal in dem freien Verkehr genutzt werden. Das hat uns im letzten Jahr hohe Umsatzerlöse erbracht. Wir haben letztendlich sind mit einem Kunden gestartet und wir sind inzwischen dabei, diesen Kunden weiter mit unseren Lösungen zu bedienen. Wir haben zwei zusätzliche Aufträge gewonnen und wir erkennen, dass diese Art von Lösung eine sehr hohe Nachfrage bringt. Insbesondere im nordamerikanischen Bereich. Da ist die Elektrifizierung noch anders zu sehen als in Europa und sicherlich auch in China. Und was sicherlich in dem Zusammenhang auch eine ganz große Rolle spielt, ist der Track-Record, den die i3-Batterie hat, der letztendlich insbesondere bei der Transportation von Passagieren eine ganz große Rolle spielt, nämlich das Sicherheitsfeature ist natürlich über die Laufzeit der Batterie und die Lösung, die da letztendlich mit der Batterie sichergestellt worden ist, ein Kriterium, was letztendlich eine ganz wichtige Rolle spielt. Darüber hinaus sind diese Batterien mit unseren entsprechenden Entwicklungsleistungen, die man immer unvertrennbar damit sehen muss, letztendlich auch sehr kostenbereit, beziehungsweise sind wettbewerbsfähig, diese Kostenstrukturen auf Basis von Kilowattstunden, was uns natürlich die Elektrifizierung auch in dem Zusammenhang auch ermöglicht und letztendlich neben den anderen Leistungsaspekten auch ein wichtiges Kriterium ist für unsere Kunden, die Elektrifizierung letztendlich umzusetzen. Nächster Schritt für unsere Segmentierung ist das Batterie-Management-System. Sie wissen alle, dass eine Batterie ohne Batterie-Management-System nicht funktioniert. Sie brauchen letztendlich einen Kommunikator. Das ist letztendlich das Batterie-Management-System, was wir auch über Jahre hinweg entwickelt haben, wo wir letztendlich einen Stand haben, den wir auch im Rahmen des Entwicklungsprojektes zur Anwendung haben gelangen lassen. Wir arbeiten im Moment weiter an der Thematik, diese Batterie-Management-Systeme über eine weitere Zertifizierung 26.26.2 sicherzustellen. Wir haben Zertifizierungen bekommen im Rahmen von Marinebereichen. Und das ist für uns auch ein Bereich, den wir letztendlich durch weitere Aktivitäten, durch weitere Bereitstellung von Ressourcen weiter ausbauen wollen. Hier ist nochmal ein kurzer Überblick über die TÜV Süd Battery Testing. Da würde ich es ganz kurz halten. Das ist letztendlich die Thematik, die ich angesprochen habe und die Möglichkeiten, die wir über unseren Zugang als Gesellschafter haben im Zusammenhang mit Testing und Simulationsaktivitäten. So, hier ist ein kurzer Überblick über die entsprechenden Zahlen. Ich sage jetzt mal, dass diese Zahlen 19 sind natürlich aktuell. Die 20er und 21er Zahlen sind noch vorläufig. Sie sehen, dass wir, sagen wir mal, ein großes Wachstum anstreben. Hier auf der Seite Line Smart GmbH sind die entsprechenden Zahlen nach HGB. Auf der anderen Seite sind die Zahlen nach Konzernabschluss Line E-Mobility AG im Zusammenhang mit der Line Inc. North America, unsere Vertriebsgesellschaft und die entsprechende TÜV Süd Battery Testing, die hier im Konzernabschluss anders bewertet wird als im Einzelabschluss. So, was haben wir uns als Ziele gesetzt für 2021? Ich glaube, das ist auch mal wichtig. Zum einen, sagen wir mal, wollen wir natürlich unsere Marktpräsenz deutlich erhöhen. Wir haben unsere Vertriebsorganisation deutlich aufgestockt, damit wir unsere Lösung letztendlich auch insbesondere im Nord-Automotive-Bereich dem Kunden nahebringen können und da letztendlich Anwendungsfelder finden. Wir möchten unsere Basis, was letztendlich Nordamerika anbelangt, deutlich stärken. Auch da haben wir unsere Vertriebsaktivitäten erhöht, weil wir einfach große Möglichkeiten sehen, insbesondere aufgrund der Kundenstruktur, die im amerikanischen Markt vorherrschen, zusätzliches Potenzial zu generieren. Wir haben gleichzeitig das Ziel zu wachsen, aber wir wollen gleichzeitig auch die Profitabilität der Gesellschaft herstellen, sodass wir dieses Jahr ein klares Ziel haben. Neben dem Wachstum wollen wir auch profitabel wachsen. Wir wollen letztendlich als Automobilzulieferer, was wir anstreben, Zertifizierungen erreichen für 2021.
Das heißt auf der einen Seite TISAG, was letztendlich nichts anderes bedeutet als die Datensicherheit und der Datentransfer von Informationen sichergestellt ist, auch für unsere Kunden. Wir wollen eine IATF-Zertifizierung im Automotive-Bereich sicherstellen, was mit hohen Veränderungen innerhalb der Organisation anbelangt, hinsichtlich Prozessen, hinsichtlich Strukturen. Und wir wollen natürlich, was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, dass wir in dem Zusammenhang uns nicht nur auf die Automobilindustrie konzentrieren, sondern wir wollen letztendlich auch in der Lage sein, den Non-Automotive-Bereich zu bedienen. Wir haben mit der Light-Batterie, die wir zusammen mit unserem Partner entwickelt haben, eine gute Entwicklung genommen. Wir stehen, oder die, sagen wir mal, die Endabnahme unseres entsprechenden Lastenheftes, des entsprechenden Entwicklungsvertrages steht für Ende Mai an. Ein entsprechender Test ist noch ausstehend. Wir gehen davon aus, dass wir den positiv absegnen können und dann steht einer schriftlichen Abnahme unserer Leistung im Zusammenhang mit der Leitbatterie eigentlich nichts mehr im Wege. Und dann fängt letztendlich die Fragestellung an, gehen wir den Weg gemeinsam mit unserem Tier-1-Supplier weiter? Die eine Möglichkeit besteht, da sind wir auch in ganz guten, konstruktiven Gesprächen, aber es ist noch nichts entschieden, lass mich das ganz klar sagen. Oder entwickeln wir die Batterie selber weiter bis zum Ende des Jahres. Zielsetzung ist, Ende des Jahres eine Batterie zu haben, die letztendlich in einem industriellen Standard entspricht und die auf der Basis auch einer Serienproduktion zugeführt werden kann. So, das war's. Ich hoffe, Sie konnten mich verstehen. Ansonsten bin ich offen und frei für irgendwelche Fragen. Herr Heldmann, vielen Dank. Man konnte Sie ausgezeichnet am Schluss jetzt verstehen. Fragen sind auch da. Ich fange einfach mal an und gebe die so weiter, wie sie gestellt sind. Da wird direkt gefragt, wer ist denn eigentlich der Tier-1-Partner? Den darf ich leider nicht nennen. Sie wissen, sagen wir mal, in der Automobilindustrie wird immer sehr viel Verschwiegenheit praktiziert. Wir als kleiner Anbieter, wir sind da auch immer, sagen wir mal, ein bisschen abhängig von den Großen. Wir sitzen mit Elefanten am Tisch, lassen mich das mal so bildlich darstellen. Und wir haben einfach vertragliche Grundlagen, wo es uns nicht erlaubt ist, unsere Partner zu nennen. Wir hoffen, dass wir die Dinge, sagen wir mal, in Zukunft diesbezüglich vielleicht ein bisschen anders gestalten können. Aber Sie wissen auch, dass diese Dinge immer von zwei Seiten letztendlich entschieden werden müssen. Aber im Moment bin ich leider nicht in der Lage, den Partner zu nennen. Bitte um Verständnis. Es ist jetzt keine große Überraschung. Könnte das Projekt mit dem Tier-1-Partner in eine Serienfertigung münden? Ja, wie gesagt, wir sind jetzt vor der Entscheidung zu sagen, und das ist, glaube ich, Voraussetzung. Wir wollen erstmal dieses Projekt zu Ende bringen. Wir wollen letztendlich eine schriftliche Abnahme dieses Projektes haben. Das ist, wie gesagt, unter Berücksichtigung, wenn alles normal läuft, Ende Mai der Fall. Ich gebe aber auch trotzdem zu bedenken, ich habe es versucht zu erläutern, es sind immer Tests, die in bestimmten Entwicklungen nachgeschoben sind. Und wenn diese Tests nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen, dann muss man eben wieder neu tüfteln, neue Dinge erproben. Und das hat natürlich dann immer wieder auch zeitliche Verzögerungen zur Folge. Aber wir gehen mal heute davon aus, dass wir Ende Mai diese entsprechende Zusage bekommen. So, und wenn es dann mit unserem Tier-1-Supplier weitergeht, wie gesagt, es sind sehr konstruktive, offene Gespräche, damit ist dann auch letztendlich eine Serienproduktion mit verbunden. Und dann sprechen wir aber über ein Entwicklungsprojekt, sicherlich, was nicht Ende des Jahres 2021 zu Ende gebracht wird, sondern sicherlich sind wir dann deutlich im Bereich 2022. Und die ganze Thematik, die dann auch damit zum Tragen kommt, Produktion, wo, wie wird sie aufgebaut, das sind alles Fragestellungen, die müssen wir dann mit unserem Partner letztendlich dann entscheiden und auch diskutieren. Frage zu den Zellen. Wie sicher ist die Lieferkette? Wie sieht es mit der Rohstoffsicherheit Lithium RE beim Lieferanten aus? Also ich sag mal, im Moment, sagen wir mal, haben wir noch keine Probleme. Ich meine, Sie müssen auch immer berücksichtigen, wir sind natürlich im Moment, sagen wir mal, ein kleiner Abnehmer. Ja? Also ich sag mal, ich kann es auch negativ formulieren, das, was wir letztendlich abnehmen, ist nicht unbedingt entscheidend. Wir haben aber, und das will ich auch nochmal sagen, auch mit BMW da, sagen wir mal, einen ganz guten Partner, der uns letztendlich auch die Möglichkeit gibt, so ein bisschen in die Rolle zu springen mit BMW und dann, sagen wir mal, auch mit anderen Partnern, sagen wir mal, Einkaufs-
Kollaborationen zu schaffen, die letztendlich natürlich im Zusammenhang mit der Situation immer von Vorteil ist, als wenn Sie, sagen wir mal, als alleine am Markt da letztendlich auftreten müssen. Wo sehen Sie, nächste Frage, wo sehen Sie künftig die größten Chancen? Batteriefertigung, Serie, Batteriemanagement, also in der Hardware, oder Softwareentwicklung, Testing? Also ich sage mal, der Bereich Testing, lass mich damit anfangen, das ist für uns ein Finanzvehikel oder eine Finanzbeteiligung, lass mich das so sagen. Da sind Strukturen geschaffen, das ist eine sehr kapitalintensive Geschäftsmodell. Sie müssen letztendlich viele Möglichkeiten auch bereitstellen, um diese Tests durchzuführen. Das ist nicht unser Kerngeschäft. Aber wir wollen letztendlich auch über unseren gesamtheitlichen Ansatz sicherstellen, dass wir die Testkapazitäten auch nutzen können. Aber wir werden, sagen wir mal, sicherlich nicht weiter in dieses Geschäft mit dem TÜV Süd investieren, was Kapital anbelangt. Wir haben da letztendlich in den vergangenen Jahren viel investiert. Wir haben auch immer noch eine Ausleihung stehen, die über 3 Jahre läuft. Die hat ein Volumen von über 2 Millionen. Aber letztendlich sehen wir diese Testsituation als Beteiligung, als positive Beteiligung, die wir nutzen können für unsere Sachen. Natürlich sehen wir unsere Zukunft in der Leitbatterie, lassen Sie mich das ganz klar sagen. Wir haben eine große Erwartungshaltung in der Leitbatterie, auch mit der Technologie, die wir da entwickeln. Da ist es aber im Moment noch zu früh, um sagen zu können, ja, da ist auch die Kundennachfrage da, um letztendlich diese Batterie mit ihren Funktionalitäten, mit ihren Sicherheitskonzepten, mit ihrem Kühlsystem letztendlich auch attraktiv zu machen. Das ist auch immer eine Abwägung zwischen Leistung und Preis. Denn ich sage mal, ich glaube, es ist klar zu sagen, dass eine Kühlung im Zusammenhang mit Kühlmedium sicherlich von den Kosten her wesentlich höher ist als eine Kühlplatte. Nichtsdestotrotz ist das unsere konstruktive und unsere innovative Bereitschaft, Dinge zu entwickeln. Wir sehen da auch letztendlich Möglichkeiten in Nischenanwendungen, wo wir letztendlich unser Know-how, was das Chargen, was das entsprechende Weiterentwickeln von Ladeprozessen anbelangt, sehen wir unseren Beitrag. Wir sehen aber auch ganz groß unseren Beitrag im Zusammenhang mit der i3-Batterie. Für den einen oder anderen mag das vielleicht ein bisschen antiquiertes Geschäftsmodell sein. Wir müssen als kleines Unternehmen Nischen finden und wir müssen letztendlich auch Anwendungen finden, wo wir letztendlich uns positionieren. Auch wenn diese i3-Batterie sicherlich, was die heutigen Batterien anbelangt, nicht über die Leistungsdichte verfügt, was gleichzeitig bedeutet, Leistung im Zusammenhang mit vorhandenem Bauraum besteht im Zusammenhang mit der Sicherheit, im Zusammenhang mit der Kosten. Fähigkeit, da einen sehr großen Anwendungsbereich, den sehen wir auch im Bereich von industriellen Anwendungen. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, wir wollen unser BMS-System und die Entwicklung des BMS-Systems und die Zertifizierung mit 26.26.2 weiter nach vorantragen, weil letztendlich müssen wir uns im Klaren darüber sein, jede Batterie braucht ein funktionelles Batteriemanagementsystem. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Von daher ist da die unmittelbare Konnektivität, die Verbindung zwischen Batterie und Software und BMS zwingend notwendig, sodass wir letztendlich auf dem Gebiet in allen den Bereichen, die ich genannt habe, uns weiterentwickeln. Und wir sind letztendlich auch, lass mich das so sagen, immer auch für Partnerschaften, für Zusammenarbeiten, für Kollaborationen, für Projekte und so weiter immer offen, sodass sich auch auf der Basis Entwicklungspotenzial ergibt, die man vielleicht heute noch gar nicht übersehen kann. Jetzt gibt es einen Aktionär möglicherweise, der auf den Punkt kommt, letztendlich wollen die Aktionäre auch Dividende. Wie sieht es denn mit der Dividendenpolitik aus? Können Sie dazu was sagen, Herr Hettmann? Ja, ich sage mal so, die Dividendenpolitik ist ja, sagen wir mal, ein Thema der AG. Ich glaube, die AG oder sagen wir mal, ich als Verantwortlicher für die GmbH muss letztendlich sicherstellen, dass wir unser Geschäft profitabel betreiben. Und dann ist die Möglichkeit, über diese entsprechenden Gewinne, die letztendlich dann auf die AG-Ebene transferiert werden müssen, letztendlich dann endgültig an die Aktionäre auszuschütten. Wir sind im Moment noch defizitär.
überschaubar defizitär, so will ich es mal sagen. Sicherlich nicht das, was Aktionäre hören wollen. Aber wir haben für dieses Jahr eine klare Vorgabe zu sagen, okay, wir wollen profitabel werden. Das heißt mit anderen Worten, wir haben dieses Jahr uns ein ganz klares Ziel gesetzt. Wir wollen wachsen. Wir wollen, sagen wir mal, die Gesellschaft vom Geschäftsvolumen deutlich größer machen als in 2020. Und wir wollen profitabel wachsen. Das heißt, wir streben auf Basis der GmbH eine Profitabilität an. Sie müssen aber Folgendes immer berücksichtigen. Die GmbH muss ja letztendlich Gewinne an die AG ausschütten. Und diese Ausschüttung auf Basis der GmbH ist natürlich erst dann möglich, wenn die Verlustvorträge, die letztendlich die Gesellschaft noch hat, letztendlich aufgezehrt sind. Die Verlustvorträge werden nächstes Jahr nicht aufgezehrt werden, auch nicht mit dem planbaren, profitablen Ergebnis, was wir haben, sodass wir fairerweise sagen müssen, bei einem planmäßigen Verlauf und bei den planmäßigen profitablen Ergebnissen, die wir mindestens über 3 Jahre in der GmbH erwirtschaften müssen, um letztendlich die Verlustvorträge nutzen zu können und letztendlich zu kompensieren, wird sicherlich bei einem planmäßigen Verlauf in 2024 über Dividenden nachgedacht werden können. Das setzt aber auch letztendlich einen planmäßigen Verlauf der Gesellschaft und die Dinge voraus, die wir letztendlich bei unserer Mittelfristplanung letztendlich zugrunde gelegt haben. Und eins muss ich auch der Fairness halber sagen, bei einem jungen Unternehmen wie bei uns, beim kleinen Unternehmen bei uns, können sich Dinge von heute auf morgen ändern, die man letztendlich nicht in Planungszyklen unmittelbar berücksichtigen kann. Vielen Dank, Herr Hettmann, noch für die Beantwortung dieser Frage. Es sind weitere Fragen im System. Wir machen hier einen Cut mit Blick auf die Uhr. Die Fragen werden an Sie weitergeleitet zur Beantwortung. Herzlichen Dank, Herr Hettmann. Man hat Sie jetzt insgesamt wunderbar auch bei der Fragenrunde verstanden. Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung und freuen uns auf ein Wiedersehen dann im nächsten Jahr. Dankeschön. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Wiederhören. Wiederhören. So, und wir nehmen...